Zinedine Zidane plant mit einem Verbleib von Gareth Bale. Der Realcoach erklärt auf einer Pressekonferenz: No, lo que ha cambiado es que el jugador se va a quedar, nada más. Gareth will hier bleiben. Nur das hat sich geändert. Für uns zählt nur, dass der Spieler nicht wechseln will. Wir zählen auf ihn. Bale ist ein sehr wichtiger Spieler. Das hat er jüngst wieder bewiesen. Gareth muss so weitermachen. Nach wochenlanger Spekulation herrscht wohl nun Gewissheit. Mauro Icardi wird offenbar bei Inter Mailand bleiben. Der 26-jährige Argentinier nimmt das Training bei den Nerazzurri wieder auf und gehört wieder regulär zum Kader. Inter bestätigte am Freitagabend, dass Mauro Icardi in der laufenden Spielzeit die Nummer 7 tragen wird. Auch seine Frau und Beraterin Wanda Nara gab einen Hinweis auf den Verbleib ihres Mannes via Social Media. Sie postete ein Foto von anderen Inter-Spielerfrauen und sich und schrieb dazu: ein weiteres Jahr zusammen. Was passiert mit Shkodran Mustafi? Beim FC Arsenal ist der Weltmeister von 2014 außen vor. Nun hat sich sein Vater und Berater zur Situation des Innenverteidigers geäußert. Er bestätigte, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Shkodran hatte eine tolle Zeit mit Arsenal. Er hat noch 2 Jahre Vertrag und kann sich vorstellen, in London zu bleiben, erklärte Mustafis Vater. Er ergänzte: Doch möglicherweise ist es das Beste für beide Seiten, an einem Wechsel zu arbeiten.